Kölner-Journalist Oliver Tobolski. Und wie in den vorangegangenen Videos bereits dargelegt, möchten wir das Kölner Sportjahr begleiten. Heute Thema Muskelverletzungen. Muskelverletzungen sind extrem häufig auftretende Verletzungen in jeder Sportart. Stop-and-Go-Sportarten, aber auch beim Kraftsport, beim Fahrradfahren oder beim einfachen Fitnesstraining. Wir unterscheiden verschiedene Schweregrade bei den Muskelverletzungen von Grad 1 als Überlastung, als schlimmen Muskelkater bis hin zum Muskelbündelriss, bis zum Abriss von Muskel, von Knochen. Grundsätzlich gilt Sportpause, sofortige Kühlung, wie bereits beschrieben, Kompression mit Hilfe eines Kompressionsverbandes und, wenn es sich um eine schwere Verletzung handelt, Vorstellung beim Arzt, der in der Lage ist, zum Beispiel durch Ultraschall zu sehen, ob es sich um eine schlimmere Muskelverletzung handelt. Viele Muskelverletzungen heilen von ganz alleine aus, ich muss nicht viel machen, allerdings brauche ich eine längere Sportpause, da der Muskel eine gewisse Regenerationszeit hat. Bei höhergradigen Muskelverletzungen, beim Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss helfen physiotherapeutische Behandlungen, medikamentöse Behandlungen, aber auch Infiltrationsbehandlungen. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne. Vielen Dank.